Montag ist inzwischen eigentlich fast eine feste Größe als Tag des Optimismus. Vielleicht könnte man den Montag als Tag des Optimismus jetzt neu etablieren. Vielleicht ist es die Erleichterung der Aktienmärkte, dass am Wochenende nichts Schlimmes passiert ist. Jedenfalls sehen wir immer wieder, dass am Montag hier vor allem vorbörslich die Märkte nach oben gekauft werden. Wir haben jetzt seit Jahresbeginn die Situation, dass fast zwei Drittel aller Kursgewinne an einem Montag passiert sind. Wir haben die Situation, dass knapp zwei Drittel aller Kursgewinne außerbörslich passieren, außerbörslich Wall Street, also praktische Nachschließung der Kassamärkte in den USA, und es ist ein Muster, das sich immer wiederholt, und es ist heute auch wieder mal der Fall. Die Frage ist jetzt, ist es Zeit jetzt mal zu verkaufen, denn wir sehen viele Parallelen zum Januar 2018, damals das ganze Jahr 2017 ging es so leicht nach oben in der Hoffnung auf die Unternehmenssteuer Senkung durch Donald Trump. Die musste man dann zwischenzeitlich fast schon abschreiben. Dann kam sie überraschenderweise doch noch. Dann gab es eine Rallye. Dann ist sehr viel Geld in die Märkte geflossen im Januar 2018. Und dann hat es eine sehr, sehr herbe Korrektur gegeben. Sehen wir jetzt eine ähnliche Situation? Das wollen wir uns gleich mal angucken. Wir haben zunächst mal, vielleicht ist das der Grund für den heutigen Montagsoptimismus, dieses gigantische Freihandelsabkommen von 2,2 Milliarden Menschen. Südostasien ohnehin die Region, die Gegend, der wahrscheinlich die ökonomische Zukunft gehört. Es ist ja nicht nur China, sondern es ist eben diese Region, die jetzt im Prinzip unter Nichtberücksichtigung von Indien, die sind ja ausgestiegen, dennoch ist das sozusagen wahrscheinlich die zukunftsträchtigste Region der Welt. Hier ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Jetzt schließt man ein Freihandelsabkommen, wird damit wahrscheinlich dieses Potenzial noch stärker heben. Ein direkter Widerspruch im Prinzip zu Trumps America First, zu Trumps Protektionismus. Das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die China jetzt weiter auch stärken wird. Jedenfalls gleich dann zum Handelsbeginn der asiatischen Märkte, der Future-Märkte, ging es gleich nach oben. Seitdem ist dann nicht mehr viel passiert. Also es ist vielleicht die Freude gewesen, jetzt nicht Stimulus, nicht Impfstoff, denn vielmehr Impfstoffoptimismus ist ja fast schon theoretisch gar nicht mehr möglich, sondern es ist jetzt vielleicht Freihandelsabkommensoptimismus. Allerdings ist das für den Westen vielleicht keine so gute Nachricht. Wenn die Region hier Südostasien immer stärker an Bedeutung gewinnt, dann heißt das eben im Umkehrschluss auch, dass der Westen insgesamt immer mehr an Bedeutung verlieren wird. Das ist alles ein Prozess, der in Zeitlupe funktioniert, aber er ist eben der Fall, und das werden unsere Kinder und Enkel dann noch zur Kenntnis nehmen müssen, dass sie sozusagen nicht mehr im Prinzip die Nummer 1 sind in der Welt, dass der Westen nicht mehr das Maß aller Dinge ist, sondern dann wird es wahrscheinlich diese Region sein, die den Takt vorgeben wird. Wir haben ja letzte Woche schon extrem viel Optimismus gesehen. Da können wir am Montag noch eine Schippe drauflegen, gar keine Frage. Jedenfalls sind wir jetzt über 95 Billionen Dollar Marktkapitalisierung der globalen Aktienmärkte, entspricht 107% des weltweiten BIPs. Da gibt es ja den Warren Buffett Indikator, der sagt, alles über 100% ist schon ein bisschen schwierig, ist ein bisschen extrem. Jetzt packen wir vielleicht nochmal ein Billionchen obendrauf, so um und bei an diesem Montag, wenn es so weitergeht. Wir sehen jetzt, dass wir also praktisch die höchste Bewertung seit 2007 haben. Es ist ja der Zentralbankoptimismus, könnte man sagen. Ja, die Zentralbanken, die werden es schon richten, alles andere ist egal. Das ist sozusagen das Mantra ja der monetären Stimulus-Fanatiker, die natürlich einen Punkt haben. Die Märkte, die tanzen im Prinzip nach der Pfeife der Notenbanken. Da kann passieren, was will. Und das tut jetzt auch JP Morgan. Die sagen, ja, wir haben jetzt eigentlich ein Goldilocks-Szenario. Wir glauben, dass der S&P 3600 Punkte übersteigen wird. Da sind wir jetzt schon gerade. Und 4000 beim early next year, also Anfang nächsten Jahres, at risk on vaccine arrival, also baut noch weitere Risikopositionen auf, geht in Aktien wegen des Vaccine-Optimismus. Man tut ja schon so, als wäre dieser Impfstoff da. Dabei haben wir jetzt gerade die Studie 3, Phase 3 gesehen. Jetzt kommt dann Phase 4. Dann kommen so ein bisschen die praktischen Probleme, Kühlung des Impfstoffs, Verteilung des Impfstoffs. Wie viele können da sozusagen wirklich versorgt werden, wenn der Impfstoff sozusagen eine Zulassung bekommt? Nebenwirkungen unbekannt. Wir müssen ja sehen, dass wir jetzt praktisch
eine Form des Impfens haben, die wir noch nie gesehen haben. Es ist absolutes Neuland. Normalerweise müsste man da erstmal ein paar Jahre gucken, oh, welche Nebenwirkungen sind da, welche Langzeitfolgen kann das haben. Jetzt wird man das wahrscheinlich auf den Markt schmeißen, mal sehen, wie die Wirksamkeit ist. Sind es wirklich diese 90%? Und das alles wird sich ja noch zeigen. Man wartet jetzt so ein bisschen auf die Meldungen von Moderna, diesem amerikanischen Konkurrenten. Das wird für die Märkte dann nochmal wichtig, wenn wir da auch ähnlich brillante theoretische Ergebnisse haben, ja oder nein. Jedenfalls sehen wir, dass dann aufgrund dieser Pfizer-Meldung letzten Montag immens viel Geld in die Märkte geflossen ist. 45 Milliarden Dollar Net Inflows, das ist sogar ein Ticken mehr als eben im Januar 2018. Damals war eben dann plötzlich doch noch diese Steuerreform, diese Unternehmenssteuersenkung gekommen durch die Trump-Administration. Dann hausierte man, dann floss richtig Geld rein und dann kam es zu einem scharfen Abverkauf, einer scharfen Korrektur, wie aus heiterem Himmel. Das war dann wahrscheinlich buy the rumor, sell the fact. Bekommen wir das jetzt auch? Kauf die Impfstoffhoffnung, verkaufe dann, wenn der Impfstoff wirklich da wäre, die Fakten, keine Ahnung, wir werden sehen. Jedenfalls sehen wir hier, das ist praktisch jetzt mit der größte Influx an Kapital seit mehr als zwei Jahrzehnten und insgesamt sieht man der Optimismus extrem groß, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Da ist sozusagen jetzt eine geradezu himmelschreiende Euphorie. Und wir sehen das jetzt an den Märkten, an der New York Stock Exchange, praktisch das Volumen steigt. Normalerweise ist es so, wenn die Aktienmärkte steigen, so als 2017, dann fällt das Handelsvolumen. Wenn Aktienmärkte fallen, steigt das Handelsvolumen. Warum? Weil dann im Prinzip ja so ein bisschen der Panikeffekt bei den Leuten eintritt. Dann fangen alle an zu rennen, wollen alle schnell raus zur Tür. Wenn die Märkte steigen, ist normal ein bisschen mehr Ruhe angesagt. Dann geht das Volumen nach unten, dann geht die Volatilität nach unten, der VIX in diesem Fall. Jetzt sehen wir, dass bei dieser Rallye das Volumen steigt. Sehr, sehr ungewöhnlich praktisch in Situationen der Rallyes. Und wenn wir jetzt praktisch aufhören würden, Stand Freitag Handelsschluss, dann hätten wir beim S&P 500 9,6% in diesem Monat gewonnen. Das wäre dann der fünftbeste Monat in den letzten 30 Jahren. Geht das jetzt so weiter? Das ist die große Frage. Unten sehen Sie das sogenannte Smart Money gegen den S&P 500. Smart Money ist das, was sozusagen in der letzten halben Stunde des Kassahandels, also deutscher Zeit 21:30 bis 22 Uhr passiert. Da sagt man, sind vorwiegend die institutionellen Investoren aktiv, während am Anfang eher die Retail-Investoren, also die Privatinvestoren aktiv sind. Und hier sehen wir eine ziemlich große Spanne zwischen sozusagen dem S&P 500 und diesem Smart Money. Wir sehen hier den S&P 500 im Chart von Michael Silver mit praktisch einer Hanging Man Kerze. Das könnte sozusagen ein Umkehrsignal sein. Wir sind jetzt ganz oben im Bollinger Bandbereich. Wir haben sowohl beim RSI, beim relativen Stärkeindex, als auch beim MACD negative Divergenzen. Wir sehen also Stimmung euphorisch, alle drin. Wer soll jetzt noch kaufen? Das ist dann die Frage, die sich hier vielleicht stellen kann. Jedenfalls ist natürlich da schon sehr, sehr viel eingepreist, sehr viel Optimismus eingepreist. Wenn wir uns zum Beispiel mal den Russell 2000 anschauen, ein Index, wo fast 50% der Unternehmen Verluste machen, und zwar schon vor der Corona-Krise. Jetzt sind wir da auf neuen Allzeithochs. Es ist also praktisch die Erwartung, dass dann, wenn ein Impfstoff kommt, die Sachen viel, viel besser laufen als vor der Corona-Krise. So richtig logisch ist das nicht. Und wir sehen insgesamt, dass natürlich jetzt so eine gewisse Euphorie herrscht, weil dieser Manufacturing-Sektor, also praktisch der Produktionssektor, ein Stück weit in den Aktienmärkten übergewichtet ist. Der hat nämlich eigentlich an der globalen Wirtschaft nur 17% Anteil, in den Aktienindizes, den globalen, allerdings fast die Hälfte, nämlich 48%. Da erklärt sich vielleicht die eine oder andere Indexbewegung. Erklären wir jetzt mal ein bisschen die US-Politik. Kann man die noch erklären? Ist das noch irgendwie nachvollziehbar? Donald Trump gestern schon mit einem Tweet, ja, Biden hat die Wahl nur in den Augen der Fake-News-Medien gewonnen. Und dann nochmal der Satz, I concede nothing, also ich werde sozusagen nicht meine Niederlage einräumen. Heute Morgen dann, respektive nachts, Washington-Ortszeit, vor zwei, drei Stunden, der Tweet von Donald Trump, I won the election. Also er hat die Wahl gewonnen, ganz klar. Inzwischen sehen wir, dass nach derzeitigem Stand 306
Wahlmänner auf Biden empfallen 232. Ein Unterschied, Biden jetzt bei knapp 78 Millionen Stimmen, Trump bei 72,6 Millionen Stimmen. Also es ist kein großer Unterschied, aber es ist eben ein Unterschied, der hier den Ausschlag gegeben hat. Am Freitag ja dann diese Rede von Donald Trump angesichts der Vaccine. Da war nur die Rede von Pfizer, nicht von BioNTech und überhaupt alles sein Verdienst. Ist klar, dass dieses Vaccine kommt, ein bisschen spät für ihn, ein bisschen. Das hat er ja auch schon kundgetan. Da war Manipulation im Spiel, dass das nicht vor der Wahl gekommen ist. Und wir sehen jetzt, dass weitere Rückschläge auch für Trump in Sachen juristischer Anfechtungen der Wahl in Pennsylvania hat man jetzt zum Beispiel seitens der Trump-Kampagne den Vorwurf fallen gelassen, dass Beobachtern der Republikaner hier der Zugang verweigert worden sei in die Wahllokale. Also das hat man jetzt fallen gelassen und so wird wahrscheinlich eins nach dem anderen dann fallen. Jetzt versuchte Trump nach Meldungen von Axios offenkundig noch weitere Sanktionen gegen chinesische Firmen zu erlassen, bevor er dann abtreten muss. Damit versucht er sozusagen dann nochmal Fakten zu schaffen, bevor der neue Präsident übernimmt. Wenn er denn den Platz wirklich räumt, das wird sich noch zeigen. Jedenfalls sehen wir, dass Trump hier nochmal weitere Maßnahmen versucht in Gang zu setzen. Und wir haben natürlich die Corona-Situation hier mal eine Grafik praktisch, wie viele Infektionen wir hier haben am 7-Tages-Basis auf 1 Million Menschen. Und dann war Österreich ja ganz oben, die jetzt praktisch in einem Voll-Shutdown, im Voll-Lockdown wieder sind. Vorbild sagte kurz Israel. Die haben es nämlich geschafft, da die Zahlen deutlich nach unten zu kriegen. Die USA steigen jetzt massiv an in letzter Zeit. Heute in Deutschland ja dann nochmal Merkel mit dem Ministerpräsidenten. Wahrscheinlich wird man sowieso keine Lockerung machen, aber vielleicht so ein bisschen Maskenpflicht noch verschärfen. Anzahl der Personen wird reduziert, die sich treffen dürfen. Und hier sehen wir nochmal in den USA, dass sozusagen zwar die Tests nach oben gehen, aber die Infektionen eben noch schneller, viel deutlich schneller nach oben gehen als die Tests. Wir haben jetzt in Michigan erste Einschränkungen, dass zum Beispiel Bars, Restaurants geschlossen wird. Das dürfte jetzt das nächste Thema sein, dass sozusagen in den USA jetzt partielle Lockdowns kommen werden. Trump hat ja am Freitag gesagt, mit mir gibt es keine Lockdown, aber es wird eben Lockdowns geben, regionale Lockdowns, regionale Beschränkungen, auf jeden Fall auch in den USA. Die Märkte also jetzt sozusagen in diesem Beste aller Welten Modus. Man blendet ein bisschen nach wie vor aus, dass die Wahl, dass die Geschehnisse um Donald Trump nicht wirklich klar sind und vor allem, dass die Stimulushoffnung sich eigentlich nicht erfüllt hat. Man erwartet von dieser Vaccine, von diesem Impfstoff geradezu Wunderdinge. Da sollen also die Dinge viel, viel besser werden, als sie vor der Corona-Krise war. Und das ist nach meiner Auffassung nicht so richtig einleuchtend. Dementsprechend wird hier sehr, sehr viel eingepreist. Und technisch sind wir derartig überkauft, ist es sozusagen jetzt die Situation, zumindest für neue Long-Positionen, nicht ganz unkritisch, wie mir scheint. Aber jedem das seine Handelssystem, seinen Handelsansatz, da mische ich mich nicht ein, sondern versuche einfach nur meine Sicht der Dinge vorzutragen. Und wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.